Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme, einer neuen Folge, einer neuen Episode von Craft the World. Ja, wir sind hier in unserer Welt, ihr wisst es ja, die uns sehr gefällt. So, genau, dieses Totem, ja, ich habe ein zweites Totem erhalten, ich werde das da herbauen. Ich weiß gar nicht, ob die dann, normal sollten die dann kombinieren, glaube ich zumindest, aber sicher bin ich mir da nicht. 3, 6, 7, 8, 9, 10, ich habe genügend Betten. Was wollten wir eigentlich letztens machen? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern und ich weiß auch nicht, warum das jetzt gerade so laggt, aber ich glaube, ich wollte hier weiter nach Erzen schürfen. Ja, genau, Strip Mining, hey, Spaß, Spannung und Schokolade quasi. Weißt du was, komm, Gegner töten. Wir müssen hier mal ein bisschen aufräumen. Das kann es ja nicht sein. Überall sind da Monster, ja. Das geht ja gar nicht. Genau, den bitte auch gleich töten. Irgendein Zwerg hat schon wieder niedrigen Gesundheitswert. Kann ich so zwar nicht akzeptieren, aber naja, wenn es so ist, hilft es nichts. So. Gut, dann, ja, wir graben trotzdem weiter Tunnel. Und da unten ist offensichtlich ein Loch. In der Mine, da ist Mithril auch noch. Also irgendwie, weiß ich nicht, witzig, so viel Erze. So. Wie sieht es eigentlich nahrungsmäßig aus? Haben wir, glaube ich, naja, doch, wir hätten was anzubieten. Ist nur die Frage, ob die Zwerge das auch wollen. Da kommt ein bisschen Fisch in den Topf. Schadet nicht unten. Vor allem ein bisschen Steaks haben wir auch. So, fertigen. Jetzt haben wir da Tolles. Weil wir haben tolle neues. Was ist denn das? Verbannt. Heilen 10%. Okay. Konstruktion gebrochen. Aber die machen wir mal kaputt, die Dinger. Oder kann ich da eine schöne Konstruktion machen draus? Nee, kann ich nicht. Ja, vielleicht bekomme ich da noch irgendwann mal ein Rezept dafür. So, mir fehlt natürlich wieder Laub. Ist eh klar. Überall Laub und hier Öl. Kann ich Öl? Kann ich ja. Okay, da fehlen mir Beeren. Okay, ja, mir fehlt alles Mögliche. Ist klar. So, also dann, noch haben sie ja genügend zu essen, ist ja jetzt nicht so, dass sie jetzt schon Nahrungsmittelmangel hätten, die lieben Zwerge, von dem her passt das schon, glaube ich. Ja, alles gut. So, dann da ein bisschen rüber, da brauche ich eigentlich nicht reingraben. So. Was leuchtet da in der Dunkelheit? Apropos Dunkelheit, ich sollte vielleicht hier dann auch mal reingraben. So, das Buch des Jägers. Und da machen wir zu, weil ich weiß eigentlich nicht, da unten, ich habe da noch ein bisschen Angst davor. Gut, wobei der Zwerg wahrscheinlich jetzt eh runterfällt, dann nee, geht. Okay, gut. Fortgeschrittener Bau, das ist ja schön. Wo sollten wir denn eventuell noch was machen? Schauen wir mal, wir können da grundlegende Bewaffnung. Gut, wir könnten ein paar Feuerpfeile machen. Damit wir die grundlegende Bewaffnung schaffen. Oh, jetzt fehlen mir die Federn. Na, okay. Feuerpfeile brauchen zwar ewig, aber ist egal. So, und grundlegende Verarbeitung. Öl kann ich noch nicht machen, weil... weil mir die Beeren fehlen. So, Wandlampen, okay. Grundlegende Dekorationen. Machen wir mal hier ein Wandfell. Und was haben wir dann noch Schönes? Hier Rundspiegel, einen. Jetzt haben wir kein Glas mehr. Schädelschild. Ja, komm. Passt. Sehr schön. Juhu. Grundlegende Dekoration auch fertig. Grundlegende Steinarbeiten. Steinmauer. Gut, da brauchen wir Sand. Okay, lassen wir mal wieder. Och, ist das euer Ernst? Bitte, geh da rein. Danke. So. Cool, und jetzt wird dann gleich mal irgendwo ein Monsterpark oder zwei sogar. Ja, komm, weißt du was? Machen wir den da. Also das war jetzt ein bisschen doof, weil da hätte es, glaube ich, nur zwei gekostet. Egal. So, jetzt warten wir mal ab, bis da was rauskommt. Aber was habe ich hier jetzt Neues? Ich hatte diese Steindinger, okay. Und da kommen da eh keine Monster raus. Hier oben auch nicht, okay. Keine Monster, gut. Dann graben wir uns da mal durch, hätte ich gesagt. Irgendwo werde ich angegriffen. Achso, da. Oh, vom Schattenwesen. Das ist natürlich gefährlich. Das böse Schattenwesen.
Wobei, es wäre wahrscheinlich sogar geschickter. Weißt du was? Komm. Es wäre sogar geschickter, wir graben uns da hinten durch. Dass wir in die Richtung mal voranschreiten. Ich möchte nicht Richtung Feind. Ich möchte ehrlich gesagt eher da unsere Seite etwas besser machen, ne? Ich werde angegriffen. Ach, jetzt. Wow, ein Skelett kam da raus. Okay, das ist natürlich schon eine große Bedrohung. Das verstehe ich natürlich. So, okay. Dann den da. Mithril. Wo werde ich angegriffen? Oh, ach guck mal, jetzt sind da auf einmal doch Gegner da. Jetzt auf einmal kommen da haufenweise Monster raus. Was ist mit euch los? Okay, die sind jetzt offensichtlich alle recht feig irgendwie. Habe ich Lebenselixiere eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Nee, habe ich natürlich nicht. Ja, was macht er jetzt? Wollte er nicht? Schon? Nein? Oh Gott. Okay, kostet da auch 3. Aber da kostet es nur 2. Oh, jetzt werden wir da auch angegriffen. Ach, stimmt, ich mache ja schon wieder drei Baustellen gleichzeitig. Ich vergaß. Sollte ich vielleicht ein bisschen reduzieren, diese... Oh nein, ein Raid wurde wieder gestartet. Jetzt laufen die wieder alle los. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das genau bedeutet. Egal. So, die kämpfen alle für mich, das ist gut. Ich werde irgendwo angegriffen. Ach da, okay, gut. Komm, jetzt macht dieses Ding endlich kaputt. Genau, ich wollte schon sagen. Vielleicht sollte ich mir da auch mal durchlesen, was jetzt da jetzt Tolles zu tun gibt. Ja, wahrscheinlich sogar geschickt. So, komm, machen wir den tot. Ich weiß nicht, jetzt könnte ich vielleicht sogar ein bisschen Rüstungen machen, oder? So, wo waren denn die? Eigentlich müssten die hier sein. Ich kann keine Rüstung mehr machen. Fortgeschrittener Bau, Landwirtschaft. Achso, stimmt, das wollte ich eigentlich machen. Grillfisch. Ja, ich kann das alles nicht machen, weil ich kein Öl habe und weil ich keine Beeren habe. Ja, das ist schon bitter. Das ist immer an diesen Grundmitteln mangelt. Vielleicht sollte ich doch da rausgehen und hier ein bisschen die Sträucher kaputt machen. Ich weiß auch nicht, warum das heute so laggt die ganze Zeit. Keine Ahnung. Echt ein bisschen merkwürdig. Naja, gut. So, die schlafen mal in meinem hochkomfortigen Haus. Da wäre gut, wenn ihr das mal abbauen würdet, damit ich hier das Haus ausbauen kann. Mit dem schönen, nicht komfortablen Stein. So. Zack, zack und zack. So, okay. Grabe einen Tunnel. Keine Ahnung wo. Und ich habe 10 Erfahrungspunkte dafür bekommen. Das ist immer so legendär. Komm, vielleicht ein bisschen... Ach Gott, ich habe ja keinen Sand mehr. Mir fehlt es echt an allem. Alles, was wichtig ist, fehlt dir. Ja, super. Vielleicht hier Handschuhe des Bogenschützen einen machen. Okay. Jetzt haben wir kein Fell mehr. Holzstab. Okay. Am Moment, die Dinge, die muss ich ja wohl machen. Also das Leder. Achso, nee, das ist ein Grundmittel. Okay. Okay, ja dann, das ist ja, wow, okay. Alles gut. Wieso klettern, das wäre ein Aufzug, Leute. Wieso nutzt ihr, muss man jetzt nicht verstehen, oder? Nee, okay, nee, muss man nicht verstehen. Naja, okay, gut, das ist halt so. So, machen wir da ein bisschen kaputt. Kann man ein bisschen raus alles. Wo sind denn die alle unterwegs? Da unten ist niemand. Also wahrscheinlich waren die da unten. Sind da jetzt hochgelaufen und das dauert halt natürlich ewig. Ja, gut, während die Zwerge hier ein bisschen, obwohl ich könnte auch hier mit Wimps ein bisschen nachhelfen.
Und ich trinke mal kurz, während die hier das Zeug holen. Sehr gut. Okay. Da kann man dann auch rausreißen. So, und die Zwerge, okay, die sind jetzt hier am Arbeiten. Aber ich bräuchte ein paar von denen ein bisschen schönere. Weil die kann ich, nein, ich kann die leider nicht kaputt machen. Wieder schön machen. Noch nicht, vielleicht bekomme ich da mal so ein Rezept. Wer weiß. Natürlich könnte ich die Decken hier auch rausreißen, aber das zahlt sich dann nicht aus, ganz ehrlich. Wobei andererseits... Ich habe für Mithril. Andererseits könnte ich da schon ersetzen und ersetzen. So. Gut. Was macht der in unserer Basis? Feinde! So, haben wir sonst irgendwo Dinge zum Wegreißen? Nee, da ist... Aber das Hühnchen könnte ich töten. Für Federn. Weil die brauche ich ja dann eh für Flammenpfeile. Ach gut, und wenn da die Leitern schon da sind, dann kann ich natürlich schon auch hier den da machen. Das geht wahrscheinlich nicht, weil da komme ich nicht ran, oder? Ja, schön. Schön. So, Stein. Nein, nicht Stein. Doch, Stein ersetzen. So. Alles gut. Gut macht ihr das, Zwerge. Jetzt arbeiten die da alle zusammen. So mag ich das. Teamwork. Was ist da jetzt passiert? Weiß man nicht. Hallo, hat der... Hä? Ist die jetzt weg oder nicht? Oh, da wollte ich nicht hinklicken. Verstärke das Haus. Ja, wunderbar. Haben wir das... Was? Ah, ein neuer Zwerg. Super, wir haben 10 Zwerge. Schön. Das bedeutet, ich habe jetzt schon wieder... Also noch reichen die Betten, aber nicht mehr lange. Und ich brauche wieder neue Ausrüstung für den einen Zwerg. Aber ich habe das Schwert des Bergkriegers gebrochen. Ist ja auch was Schönes. So. Oh, Loren. Loren-Systeme, super. Aber ich könnte natürlich... Also zumindest Eisenspitzhacken wären halt schon gut. Wie viel brauchen wir denn da? Weil ich glaube, Eisenspitzhacken hatte ich ja schon relativ viel, oder? Ja, haben die alle. Okay. Ach Gott. So, bitte Stein ersetzen. Ja. Hätte schon gepasst. So, ein bisschen Sachen rausreißen. Ich meine, da könnte man natürlich auch rausreißen. Ja, komm, machen wir auch. Also beziehungsweise nicht rausreißen, sondern wir ersetzen das durch Stein. Damit es nicht so hässlich aussieht. So, nämlich alles. Gut, das Eck da drinnen wird wahrscheinlich nicht gehen. Auch die kaputten. Die kaputten kann ich gar nicht ersetzen. Okay. So, auch dahinter die Sachen. Da haben die Zwerge auch was zu tun. Aber zumindest wird unsere Heimat dann schöner. Ja. So. Gut, viel zu tun. Bist du einer meiner? Ja. So, wenn wir ein bisschen kurz steuern, dann schauen wir mal, was da hinten so los ist. Oh, ein Labor oder irgend sowas, oder? Nee, ach, ein zweiter Bahnhof. Okay, ein kaputter Bahnhof.
Autsch. Ja, ja, reg dich nicht auf. Okay. So. Ja, alles gut. Das ist ja interessant. Ein zweiter Bahnhof. Okay. Oh, das wollte ich so nicht. Tut mir leid. Überall sind hier diese nicht zerstörbaren Steine. Unterhalb der Schienen. Aber das bedeutet, ich würde dann da auf jeden Fall... Ja, genau. Auf jeden Fall hier den wegreißen. So. Und da machen wir so eine... Ein paar so Dinger drüber. So. Ja, ich weiß, dass ich jetzt schon wieder 5 Sachen gleichzeitig mache. Aber hey, wenn die Erforschung so Spaß macht. So, abwarten. Das ist nicht so meine Stärke. Ihr kennt mich ja. Gut. Da oben fliegen immer noch die Fetzer, aber ich beteilige mich nicht an diese Kriegstreibereien. Ich meine, was soll denn das? Das muss doch nicht sein. Ja. Irgendwie sind da sehr viele Tiere, muss ich sagen. Das ist jetzt grundsätzlich nicht verkehrt, ne? Oh, wir haben 19 gute Platten. So. Oh. Habe ich eigentlich schönere Leuchten? Ich könnte die Wandel... Nee, kann ich nicht, weil ich natürlich weder Öl noch Glas habe. Boah, und ich habe... mir fehlt Sand. Okay, komm, wir packen mal nur Fackeln hin. Ja, zumindest bauen die da. Ich dachte jetzt schon, die laufen jetzt irgendwo da drüben hin. Was ist eigentlich das? Ist das eine Schiene? Ah, das kann ich gar nicht abreißen. Okay. Okay, wenn das so ist, reißen wir es eben nicht ab. Dann reißen wir es eben nicht ab, wenn ich das nicht kann. Ich werde irgendwo angegriffen. Wo? Oh je. Oh je, ein Schattenvieh. Naja, gut. Huch, die klopfen da alles raus. Ah, ich sehe gerade hier eine Spitzhacke. Aber sonst, nee, ich muss jetzt wirklich schauen, dass ich auf jeden Fall hier, gut, ich könnte ein bisschen Ton machen. Ja, gut, da ist die grundlegende Verarbeitung zumindest mal fertig, ja. So, fortgeschrittene Beleuchtung kann ich noch nicht, weil Sand. Das ist die Frage, wo bekomme ich Sand her? Da gäbe es ein bisschen Sand. Ja, wahrscheinlich muss ich jeden Sand da rausgraben. Also vielleicht ist doch das der wichtigere. Was? Was war das jetzt? Was war das für ein seltsames Geräusch? Gut, da gibt es zumindest haufenweise Sand. Aber ich muss jetzt mal schauen, dass ich hier mal eine Baustelle fertig mache. Ja, das ist, glaube ich, wichtiger. Was, wie unüblich von dir, Claudia. Ja, ich weiß. Mich schockiert es ja mittlerweile selber schon, dass ich auf einmal so vernünftig werde. Und ich weiß auch nicht, warum, dass die da so komisch... Achso, die fahren da... Okay, da fahren sie dann schon mit dem Aufzug. Verstehe ich nicht ganz. Apropos Aufzug, ich sollte hier vielleicht echt ein paar... Ich kann da keine Fackeln setzen. Ja, vielleicht dann in diesen Löchern. So, das ein bisschen beleuchtet ist. Ich habe keine Fackeln mehr. Ach hey. Die Welt geht unter. Ich habe keine Fackeln mehr. Da. So. Jetzt habe ich kein Holz mehr. Das ist ja noch besser. Bald habe ich Nahrung auch keine mehr. Ich habe wirklich keine Nahrung mehr. Okay.
Was haben wir denn da alles? Also getrocknete Pilze könnten wir ein paar machen, aber nicht viele. Dann haben wir da den können wir nicht, weil Öl fehlt hier. Oh, das können wir machen. Das ist schön. So, Grillsteak können wir nicht, weil Laub fehlt. Fischeintopf fehlt auch Laub. Und hier fehlt natürlich auch Laub. Ah, das ist ja dieses Laub. Und ich sehe gerade, ich sollte vielleicht öfter auch die Warp-Dinger verwenden, weil wir schon wieder so viel Mana haben. Ihr hättet jetzt aber nicht alle aufhören müssen. So. Hier noch ein bisschen, dann sollte es ja eigentlich auch ausreichend sein, oder? So. Schauen wir mal, wie weit das ausreichend ist. Ja, es müsste eigentlich mehr als ausreichend jetzt sogar sein. Müsste mehr als ausreichend sein. Na gut. Und dann kommt da noch ein Totem. Das könnte ich jetzt eigentlich gleich hinsetzen. Totem. Irgendwo hatte ich ja noch eins. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert, aber theoretisch müsste das schon gehen. Dass es dann ein Wohnraum wird, weil wozu hätte ich sonst mehrere Totems? So, und apropos Totems, ich glaube, ich kann jetzt auch die Wohnungsverzierungen ein bisschen angehen. Weil ich habe ja da so tolle Sachen gemacht, wie diesen komischen Pelzding da. So, einmal da, da, da und da. So, schön. So schön monoton. Dann hier die Banner, die packen wir auch dahin. Herrscherbanner, einmal da und einmal da. So. Habe ich da, glaube ich, runtergerissen. Egal. Kommen sie wieder zu ihrem rechtmäßigen Platz zurück. Eine Vase kommt da in den Durchgang rein, damit man immer... Oder? Nee, die machen wir dahin. Damit man immer schön drüber stolpert, wenn man da durchgeht. Und einen Wandspiegel braucht man natürlich auch für die Betrachtung unserer wunderschönen Schönheit. Der kommt dann dahin. So, wir haben da 69 und da 69. Also es müsste dann eine Einheit sein, oder? Ja, sieht gut aus, hätte ich gesagt. Oder? Ist der da jetzt hochgefahren? Nee, oder? Nee, kam mir nur so vor. Okay, gut. So. Aber ich schätze mal, der Komfort steigt dann, wenn wir hier dann die zierte Dinger rangepackt haben. Dann sollte das alles besser werden. Denke ich zumindest. So ein Angriff kommt auch bald wieder, sehe ich gerade. Da ist eine Münze. Kann ich vielleicht beim... Nee, beim Zug kann ich nichts kaufen. Ich frage mich ja echt, also das mit dem Shop, da bin ich jetzt echt gespannt. So, warum haben wir jetzt auf einmal drei... Ach, da unten ist auch eins aufgegangen. Okay. Ja gut, die Monsterportale sind mir egal. Wieso schieben die... Gott. Okay, die freundlichen Zwerge, die sind genauso gut mit Pfeil und Bogen wie wir. Wow. Richtig, richtig formidabel. Also auch wenn das nicht so schön aussieht, ich lasse diese Leitern da noch dran, weil ich weiß noch nicht, was ich da jetzt überall hinbaue. Von dem her passt das ganz gut so. So. Ich lasse die noch drin, weil nicht, dass die wieder auf die Idee kommen, hier irgendwas komisch zu drehen und zu wenden. Gut, dann wäre die Baustelle nahezu abgeschlossen. Wo sind die Zwerge jetzt zu Gange? Hier unten wieder. Okay, das passt. So, dann machen wir einmal hier den Erdblock wieder rein. Und da kommt ein Fäckelchen ran. Und sobald der Angriff vorbei ist, muss ich dann auch Bäume fällen gehen. Okay, irgendwo werde ich angegriffen. Oh nein! Oh nein! Sie sind jetzt auf einmal los. Also sind die Monster jetzt aus diesem Monsterportal. Okay, oh, ein Buch. Sonst so? Okay, jetzt greifen die da wieder an. Ich sollte diese Aufzugschächte irgendwann mal schöner machen, glaube ich.
Naja. Oh, 70 Komfort. Wegen dem einen Banner. Ist natürlich sehr schön. So, komm, dann setzen wir da auch noch Fackeln überall hin. Oh, Fackel kann hier nicht gebaut werden. Danke. So. Gut. Das wäre dann das Thema. Ja, die Bücher, ich weiß, aber nö. Jetzt vorerst nicht. So, ich möchte jetzt vorerst eher dann mal Öl. Brauche ich dann eher mal. Gut, der Angriff wäre vorbei. Ist der Angriff-Timer hier weniger als sonst? Ich glaube nämlich schon, ne? So. Bisschen übertrieben vielleicht jetzt, aber ich muss da leider alles wegreißen. Kann man die Hütten eigentlich auch wegreißen? Nee. Aber da ist Sand, sehe ich gerade. So. Kommen vielleicht auch ein bisschen die Tiere. Helft zusammen. Lasst uns die ganze Umwelt hier erträglicher machen. Indem wir einfach alle Tiere töten. Wieso sammeln sich die alle da vorne? Weiß man nicht so genau, ne? Oh. Ja gut, der ist egal. Oder soll man die jetzt auf den ansetzen? Ich weiß nicht. Lauf davon, bitte. Komm. Lass das unsere Freunde machen. So, natürlich helfen wir mit Wimps Power nach. Wobei, da gehen wir eher... Die wachsen richtig schnell nach hier, kann das sein? Aber Bären kommen da jetzt auch nicht wirklich raus. Oder? Oder kamen da jetzt irgendwo Bären raus? Oh, ach, da gräbt sich einer unten durch. Das ist ja schön. Weil Bären müssten eigentlich bei diesen schneebedeckten Sträuchen rauskommen, wenn ich mich nicht irre. Was haben wir da gefunden? Oh, einen Farmzaun haben wir kaputt gemacht. Okay. Sollte ich vielleicht... Ja, fälle 30 Bäume, danke. Ah, okay, ja, doch, da kommen rote Bären raus. Gut. Und Harz kommt da auch raus. Komm, machen wir einmal eine Wimps-Armee, die ein bisschen mithelfen soll. So, und ich könnte hier den Sand vorne ersetzen. Genauso wie hier. Oh, ein Gegner. So, und wir holen noch eine Wimps-Armee raus. Und alle schönen Fällen da. Das wächst echt richtig schnell hier. In Wirklichkeit, diese kleinen schneebedeckten Hubbelchen, die sind die wichtigsten. Witzigerweise. Weil da nämlich... Ah doch, jetzt kann ich das weg. Ich reiß das jetzt einfach auch mit weg. Komm, weißt du was, dann packen wir da. Was, ich werde angegriffen. Oh, achso, ja. Gut, die... Gnome-Armee da. Ist okay. So, sind meine Wimps eigentlich noch unterwegs schon, oder? Ja, doch. Nee. Die... Gut, die fliegen nur einzeln hier hoch. Jetzt weiß ich nicht, kann ich diese... Na, das Gebäude kann ich wieder nicht wegreißen. Schon alles echt irgendwie ein bisschen merkwürdig. So, eine Wimps-Armee. Machen wir noch. Grundlegende Alchemie, das ist ja schön. Expertenkoch. Oh, Bier. Moment. Können wir ja noch nicht. Nee, weil wir weder Fässer noch Weizen haben. Tee. Okay, Tee wird gehen, aber ich will die Beeren nicht verschwenden. Ja, die Beeren brauchen wir ja für Öl hier auch. Ich mache jetzt einfach mal Öl. Von den ganzen Beeren. Witzig, das Gebäude kann ich nicht, aber das müsste dann gehen irgendwie, oder?
Oder jetzt auch wieder nicht. Habe ich denn jetzt eigentlich Weizensamen? Habe ich noch keinen einzigen gefunden, oder? Nö. Ja, merkwürdig. Okay, das war nur ein Strauch drunter offensichtlich. So, was haben wir hier jetzt? 73 Komfort nach der ganzen Deko-Geschichte. 74. Okay. Ja gut, ich meine, hier ist noch nicht sehr viel Deko, das ist schon klar. So, gut, das bedeutet, jetzt müssten wir aber auch in Wirklichkeit wieder ein bisschen Fischeintopf machen können und auch Grillfisch. Ja, wunderbar. Und hier ein bisschen, nee, Steak nicht. Brauche ich wieder Laub, das ich nicht habe. Weil Laub einfach die wichtigste Zutat von allen ist. Ich meine, ich könnte natürlich das Zeug darin wegreißen, aber will ich nicht. So. Okay, wir haben auf jeden Fall alles schön weggerissen, quasi. Aber ich könnte da nochmal 5 Wimps-Armeen machen. Gut, wobei die fliegen eh noch schön. Die fliegen eh noch schön. Gut wäre trotzdem, wenn der Gang da auch fertig gemacht werden würde. Wie gesagt, ich muss versuchen, ob ich hier dann anbauen kann. Das sollte ja theoretisch gehen. Muss ich dann nur immer händisch gießen. Aber das ist ja okay. Dann machen wir da mal so eine Brücke rüber. Das sind immer überall so komische Geräusche. Und 75 Komfort. Ja, reicht ja. So, die Wimps fliegen noch alle schön. Wo sind die Zwerge jetzt alle? Sind die jetzt doch da draußen? Ah, da drinnen hackt wieder jemand. Sehr schön. Langsam aber stetig. Bevor wir da alles eingesammelt haben, da ist ja dann wieder... Wahrscheinlich war das mal der Shop. Der ist leider schon kaputt gegangen. Kriegen wir nichts mehr. Okay, da ist was. Da ist ein böser Magier. Weiterer Turm? Nee, aber ich sehe da keinen Shop. Ich glaube echt, dass wir keinen Shop bekommen. Diesmal. Das Interessantes. Ich sollte echt schauen, dass ich da irgendwie mal weitermache. So, jetzt können wir das Zeug wegreißen. Ich irgendwann mal ein bisschen weiter erkunde, ne? Es wäre schon auch schön. Oder wo erkunde ich jetzt eigentlich gerade? Da unten? Ach Gott, jetzt haben wir da überall Spinnenweben. Ja, toll, die brauche ich auf jeden Fall, die Spinnenweben. Toll, super. Gut, das haben wir alles erforscht. Dann wäre der nächste Schritt eigentlich hier dann mal rüber zu gehen. Aber ich will die Zwerge ja nicht überfordern. Weil jetzt gerade funktioniert das alles so gut, dass die irgendwie so harmonisiert sind und alles da so effektiv machen. So. Komm, machen wir noch eine Wimps-Armee, machen wir noch. Achso, das ist ein Zug. Ich höre einen Zug. Achso, der fährt weg. Okay. Witzig wär ja, wenn man beim Zug einkaufen könnte, wenn der da ist. Das fände ich lustig. Ah, der kommt ja wieder. Okay. Nachschub. Wow, ein Zwerg kommt daraus. Okay. Nun gut, wenn das so ist. So, da kommen wir dann irgendwann mal mit dem Strip Mining ran.
Das passt. Gut. So, dann kommt da noch ein Erdpinöpel dran. Heieiei, ja, das dauert und dauert und dauert, ist klar. Also, wo wollte ich jetzt eigentlich da unten, ne? Da müssen wir jetzt weitergraben. So, wo ist denn einer von meinen Zwergen? Kann ich dich auch auswählen? Nee, kann ich nicht. Okay. So. Jetzt gucken die da unten noch rum. Na gut, ich meine, ich darf nichts sagen. Ich habe es denen ja auch aufgetragen. Okay. Gut, offensichtlich hat er keine Lust dazu. Naja. Ah, brav. Ging gleich hier zur Sache. Wunderbar. So. Während der hier hackt, trinke ich mal ein bisschen. Weil stay hydrated, Leute. Ja, immer genug trinken. Das ist ganz wichtig. So. Oh, Teamwork. Wunderbar. Arbeiten schon zwei dran. Perfekt. Was will man mehr? So. Und sonst so, dann gurken hier in der Wohnung ein paar rum. Ja, das passt. Oh. Keine Nahrung mehr. Das passt nicht so. Was? Wie? Wo? Oh nein, die werden von Spinnen getötet. Oh, was? Warum? Warum ist das doch... Gott, der hat sich da jetzt echt von der... Wieso lässt man sich von einer Spinne töten? Leute, ist das euer Ernst? Ach Gott. Naja, egal. Kommt ja eh wieder. Ich meine, jetzt haben die alle. Eigentlich, wir haben genügend Betten zum Ausruhen. Und die laufen aber trotzdem unausgeruht los. Das verstehe ich immer nicht. Warum machen die das? Ich meine, ja, es sind jetzt nicht die komfortabelsten Betten, das ist mir schon klar. Expertenrüstung. Ja, was jetzt? Das ist doch keine Expertenrüstung, das ist komisches Zeug. Expertenbewaffnung. Warum habe ich jetzt nochmal kein Leder mehr? Kann ich das nicht selber machen? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Gut, ja, dann kommt grundlegende Steinarbeit. Ach, da ist wieder Sand. Machen wir lieber die Geschichten. So, machen wir lieber so. Und dann packen wir das da runter, weil dann nehmen wir das statt diesen Dschungelbrücken dann irgendwann mal. Dschungelbrücken, ja, voll rassistisch. So, komm. Du gehst jetzt mit mir. Ich weiß, du wolltest heim, aber so nicht, mein Freund. Wir gehen jetzt erkunden. So, einmal aktivieren. Oh, oh, Sachen. Ah, eine kleine... Das ist ja schön, eine kleine Kammer. So. Da wird jetzt alles... graben. Wird jetzt alles schön entfernt. So, gut, komm, dann bekommst du hier das da. Wow. Richtig gute Ausrüstung. Oh. Ja, gut, komm. Ein bisschen gebrochene Bergarbeiterausrüstung ist ja ganz okay. Dann erweitern wir das noch ein bisschen. So. Ja, die Spinnen sind schon irgendwie problematisch. Weil die töten meine Zwerge. Und dieser Stein, den werden wir niemals wegbekommen. Das sehe ich schon kommen. Großes Problem. Oh, wo kommen denn die her? Oh, das war wieder mal knapp. Aber die müssen jetzt auch irgendwo rausgekommen sein, oder? Weiß ich jetzt nicht. Seltsam. Sachen passieren, die dürften eigentlich gar nicht passieren, passieren aber dauernd.
So, was macht ihr jetzt? Okay, die sind jetzt immer noch hier am. Ach komm, weißt du was? Weg mit dem. Und das, komm, das kannst du auch lassen. Das bringt doch eh nichts. Das bringt doch so eh nichts. So, da unten ist auch irgendwie so halbwegs passend alles. Wenn wir vielleicht da mal zu, dann vielleicht da auch mal zu und die Löcher auch, wenn wir schon mal da sind. Und wir könnten eigentlich auch mal wieder angeln, um die komplett zu überfordern und vielleicht hier ein bisschen für Beleuchtung sorgen. So. Oh, Lumpen. So, drei Monsterportale. Einmal, zweimal, dreimal. Muss uns egal sein. Können wir jetzt eh nichts dagegen machen. Könnt ihr die Sachen runter. Nee, kann ich nicht, weil da brauche ich wieder eine Leiter. Aber das können wir wegreißen. Komm, weg damit. Ein bisschen ausräumen. Oh nein, Ratten. Die fressen mir meine Rohstoffe. Oh, Silberpfeile. Und Lumpen. Komm, machen wir einmal eine Wimps-Armee, die uns hier ein bisschen tragen hilft. Und ein Portal. Ach, wir haben hier jetzt schon wieder von Ratten getötet. Nee, von Spinnen. Okay. Das ist okay. So, jetzt kommen die auch aus den Monsterportalen raus, offensichtlich. Oder? Zumindest ein paar. Ja. Sind immer ein bisschen später dran diesmal. Silberpfeile. Oh, also einer. Okay, ja, gut. Aber diese Spinnen. Eigentlich sind die Spinnen schon echt nervig. Muss ich schon sagen. Und vielleicht sollte ich wirklich schauen, dass ich eine Ausrüstungsoffensive jetzt starte. So, haben wir das Bergwächters 20. Vor allem die Hämmer des Bergwächters wären ja schon gut. Aber die sind halt gebrochen. Die müsste ich irgendwie ganz machen können. Das kann ich noch nicht, oder? Nee. Heilelixier. Oh, ich kann drei Heilelixier machen, weil das genau die wichtigsten Rohstoffe beinhaltet. Ich bin mir ja nicht sicher. So, die Schnecke auch gleich weg. Wenn wir schon mal dabei sind. So, wo war jetzt Landwirtschaft? Ach, da muss ich zuerst hier das Zeug fertig machen. Grillfisch. Haben wir keinen Fisch. Okay. Gut, aber das wäre schon gut, wenn ich das Zeug schnell fertig mache, damit ich dieses Landwirtschaftsding. Aber ich glaube ja trotzdem, dass ich Getreide. Da muss ich doch zuerst irgendwo Getreide finden. Bilde ich mir ein. Eimer mit Würmern. Ja, machen wir sowas mal. Mal zwei. So. Einfach nur, damit wir das Ding geschafft haben. Ich kann doch Getreide, genau, das muss ich aus Weizen machen. So, wo sind jetzt diese Eimer mit Würmern? Die zerlegen wir wieder. Oh, ach, da kam sogar ein Eimer wieder raus. Okay. So eine Mühle kann ich aber machen. Ja, die brauchen wir dann früher oder später sowieso. Was haben wir da noch? Mehl. Ja, brauchen wir Getreide. Okay. Oh, es sind ja wirklich viele Gegner. So, und jetzt wäre es halt gut, wenn wir dann da oben wahrscheinlich irgendwo da dann doch mal fertig reingraben würden. Damit wir da auch mal die Erde und den Sand rausgraben. Weil wir brauchen die zumindest irgendwie Getreide oder so zum Anbauen. Dann brauche ich halt auch Unmengen Wasser. Muss ich irgendwo einen Wassertrog bauen. Ah, da oben ist eh. Okay. Das passt. Das passt wassertechnisch. Und hier, warum sammelt das keiner? Eieiei. Muss ich wieder die Wimps loslassen? So, ein bisschen angeln noch. So, und dann lasse ich sie jetzt mal wieder ein bisschen arbeiten, die Zwerge. Vielleicht hier mit Wimps Unterstützung. So. Kommen getrocknete Pilze. Eigentlich wollte ich ja da zweistöckig machen, ne? Eigentlich. Das könnte ich ja auch noch machen schnell.
Geht sich das mit den 11 aus? Wahrscheinlich ja wieder nicht. 1, 2, 3, 4. Doch, 5 geht sich super aus sogar. Dann kann ich die nämlich schon mal wegreißen alle. Raid gestartet. Yay, toll. Und da kann ich dann sogar eine dünne Wand machen. Könnte ich ja hier jetzt auch machen. Ach hey. Das ist doof, weil da müsste ich... Nee, komm, wir lassen die ganzen Wände. Weil man sieht sonst den Komfort, den wir nicht haben. So. Ja, toll, wie er auch immer automatisch das so umstellt, ne? So. Ja, einmal da dann. So, und dann da nochmal rein. Sehr schön, super. So, dann haben wir jetzt hier auch genügend Platz. Das gefällt mir gut. Also, falls wir neue Betten brauchen, können wir die auch schön reinpacken. So, wunderbar. Und wie sieht's da drüben mit dem Graben aus? Ja, es ist das Problem, dass halt dieser Stein echt schwierig zu graben ist. Besser wird's dann, wenn wir da auf Erdebene sind. Und ich hoffe doch, dass ich da ein paar auf dieser Ebene dann ein paar Samen bekomme. Was ist denn das? Ist nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Tötet die Schafe! Mal wieder eine kleine Schafernte hier. Achso. Ach Gott. Dann auch die Bäume auch gleich noch. Ist ja okay. Jetzt haben wir wieder doppelt gemoppelt. Ja, wie optimistisch die immer sind zum Schafe töten. Hey, das kann sie nicht wehren. Das kann ich auch töten. Wunderbar. Läuft nur davon. Es wird immer dunkler, je weiter ich da nach drüben gucke, durch diesen Effekt dann. Tag? Dunkelheit. Toll, ne? So, okay. Erweitern wir nochmal, weil ich will unbedingt diesen Tunnel fertig bekommen. Ich sehe gerade, ich habe fast keinen Mana mehr. Das ist natürlich nicht optimal. So, das Wasser nehmen wir mit. Wenn wir schon mal da sind. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ich meine, ich könnte natürlich auch da oben reingraben, aber ich möchte da keinen Durchgang machen. Für die Gegner dann. Nicht für diese böse, dunkle Festung. Wahrscheinlich ist da irgendwo ein Laden oder so. Oh, ah, der rote Kristall, okay. Naja. Alles sehr weitläufig. Ja, tötet die Spinne. Komm, ihr seid zu Helden. Tötet sie. Die stehen nur hier am Aufzug, blockieren den Aufzug. Toll. Aber ich kann hier mit diesem Zug nichts machen, ne? Ich finde das so schade, dass ich... Oder kann ich da vielleicht mitfahren? Das wäre lustig, wenn ich da mitfahren könnte. So, wo sind wir denn jetzt hier noch? Grundlegende Bewaffnung. Ja, komm, mach mal wieder ein paar Feuerpfeile. Leider nicht genug. Beim nächsten Mal dann vielleicht. Oh. Ich weiß, es wäre wieder Zeit für Wimps, aber ich kann mir die Wimps nicht leisten. So, wir sind fast durch. Wie gesagt, sobald wir da dann sind, da graben wir dann zweiteilig weiter, hätte ich gesagt. Problematisch könnte nur sein, dass sich die Gegner da dann irgendwie reingraben in die Erde oder so. Aber das wird sich rausstellen, schauen wir mal. So. Oh nein, ich werde angegriffen. Von einem Schattenvieh.
So. Ja, die Erde geht dann richtig viel schneller. Ich bin mir ja nicht sicher. Ich hoffe, wie gesagt, dass wir da auch irgendwo dann so Samen bekommen. Wobei ich ja glaube, boah, nee, da musste ich ja Wurzelgewächs, oder? Oder wie war das? Kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja, komm, sonst graben wir uns da jetzt mal rein. Schauen wir mal, was wir da bekommen. Nee, da kommen nur Wurzeln raus. Ich meine, ist auch was Schönes. Wurzeln, ja, hatten wir auch noch nicht. Oh, Eisenwand, jetzt habe ich... Ach Gott, jetzt habe ich da echt wieder welche rausgerissen. Und 3 Blätter. Sensationell, 3 Blätter. Wir sind so gut. Oder ist das keine fruchtbare Erde da? Ich habe keine Ahnung. Muss ja eigentlich schon auch genauso fruchtbar sein. Naja, der Sand ist auch praktisch. Schauen wir, vielleicht bekommen wir irgendwo ein Weizenkorn raus. Damit wir dann Weizen anbauen können. Theoretisch müsste das ja schon gehen. Wäre ein bisschen doof, wenn das hier nicht gehen würde. Wäre schon eher ein bisschen doof, ne? Oh, Portal. Noch kann ich es mir ja leisten, zum Glück. So, da geht's weiter. Dann graben wir einfach bis da rüber. Ich meine, da kann ich eh nicht durch. Da liegt so viel Zeug rum. Das werden wir halt irgendwie nie erhalten. Achso, da ist ein Raid. Immer noch im Gange. Was ein Raid auch immer hier zu bedeuten hat. Grundlegende Bewaffnung. Juhu. Ach, haben wir es doch geschafft. Okay. Gut, dann machen wir hier ein paar Holzfallen. Einfach nur, damit wir das Level auch fertig machen. So. Die Holzfallen platzieren wir dann, ja, da zum Beispiel. Und da drüben. So, dann sind die auch weg wieder. Habe ich jetzt echt da oben irgendwo so ein Teil rausgeschlagen, oder? Eieiei, ja gut, ich meine, was soll ich dazu sagen? Am besten gar nichts, ne? Habe ich schon Weizen gefunden? Wahrscheinlich ja immer noch nicht. Weizen? Haben wir Weizen? Nee, aber 3 Blätter. Ach, nö. Also Getreide meinte ich natürlich. Getreide brauche ich für Weizen. Und Weizen, das ist so ein kleiner Chinese. Oder muss ich da vielleicht echt mehr die Wurzeln rausreißen? Ich mache jetzt mal einen Feldversuch. So. Pack mal da überall Leitern hin. Düdüdüd. So, der bastelt da fröhlich vor sich hin. Okay. Dann reißen wir da... Also, oh Gott, kann ich ja natürlich jetzt ja gar nicht. Weil ich da zuerst da oben das Zeug wegreißen muss. Wow. So. Ich reiße jetzt echt einfach mal alles weg. Die ganze Natur muss weg. In der Hoffnung, dass da irgendwo Getreidekörner drin sind. Boah, wie schnell die Bäume nachwachsen. Aber ich glaube, dass da eher immer nur Wurzeln drin sind. Oder? Ich weiß ja nicht. Oh, machen wir da auch nochmal. So.
Kräuter auch nochmal. Natürlich hier, die wachsen wieder so schnell nach. Leute, wollt ihr jetzt da runterfallen oder was ist da jetzt euer... Ja, keine Ahnung. Okay, jetzt haben wir dann da unten die Typen. So, das reißen wir auch noch alles weg. Aber ich glaube, das bringt nichts. Ich glaube, da habe ich nur Wurzeln. Wobei ich ja Wurzeln eh auch brauche. Für Tränke. So, jetzt habe ich kein Mana mehr. Okay. So, einmal da. Was? Was ist denn mit dem... Okay. Toll, jetzt stehen die da unten so planlos rum. Die Verteidiger des Abendlandes sind jetzt da nach unten gefallen. Das ist ja ganz toll. Dann glaube ich, kann ich gleich. Hier ist wahrscheinlich geschickter, wenn ich hier doch ein Loch reinschlage. Damit die da rauskommen. Oder? Beschütze dein Zuhause. Ah, ich kann da kein Loch reinschlagen. Okay. Toll, das sind ja so Helden. Okay, gut. Ja, komm, lass mal das mit den Wurzeln. Das bringt ja eh alles nichts. Schade, schade, schade. Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung, wo ich das Getreide herbekommen soll. Aber ich stelle mir die Getreidemühle zumindest schon mal irgendwo da runter. Kann ich die da draufstellen? Ja, das geht. Okay. Ja, liebe Zwerge, ich wollte euch gerne Bier kredenzen, aber es geht nicht, weil ich kein Getreide finde. Wahrscheinlich gibt es irgendwo eine Kiste mit Getreide und die muss ich finden und dann kann ich Getreide anbauen. Oder irgendwie so. Irgendwie so wird das laufen, glaube ich. Tja. Also so ist das jetzt quasi. Okay. Hier sind überall sehr viele dunkle Flecken, wo vielleicht Sachen versteckt sein könnten. Wir müssen auf jeden Fall da mal hoch und in so Küchen. Große Kochstelle. Ja, da könnte zum Beispiel viel Getreide sein. Ich muss echt schauen, dass ich die Gegenden hier etwas besser erforsche. Komm du mal her, bitte. Steuerung. So. Ich wollte zwar eigentlich mit dem Lift fahren, aber ich weiß nicht, wie das geht. So. Schau mal. Nein, du sollst nach unten. So, einmal da. Was ist denn das? Was ist denn das für ein Tor? Oh oh. Oder ist das so ein Teleportationstor für... Was ist denn da los? Da läuft ein Huhn rum. Okay, gut. Oh, ich werde irgendwo... Sammle Sand. Ich werde irgendwo angegriffen. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt nicht so klug. Ah, schön, die Gegner laufen in die Fallen rein. Genauso soll es sein. Das ist der Sinn der Fallen. Ah, überall Spinnen. Ja, komm, jetzt machen wir die mal hier kaputt. Und überall diese Spinnweben. Ach, hey. Weg damit! So, die machen wir auch hin. Einfach damit wir auch wieder ein bisschen Erfahrung sammeln. Ja, jetzt hat wieder einer niedrigen Gesundheitswert, da kann ich ihnen leider auch nicht helfen. Toll, jetzt reißen wir da die Fackel natürlich wieder raus. Ja, ja, okay, gut. So, was habe ich da oben jetzt entdeckt? Das da. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, aber es sieht gefährlich aus. So, das kommt weg. Das kommt weg. Und das kommt natürlich auch alles weg, ist klar. Ja, ich finde das aber echt so blöd, weil ich nie weiß, was man da jetzt wegreißen kann und was nicht. Weil das zum Beispiel kann ich nicht wegreißen, das schon, die Tür wieder nicht. Alles echt ein bisschen, weiß ich nicht. Echt ein bisschen dubios.
Oh nein, es kommen Monster aus dem Monsterportal raus. Ja, der lässt sich da nicht ablenken. Okay. So, jetzt schauen wir mal. Aber da kann ich nur. Aber nicht das davor. Was hast du jetzt ge... Okay, sie laufen wieder irgendwie rum. Alles klar, verstehe. Gut, wir haben auch viele unterschiedliche Baustellen. Und die Helden, die stehen jetzt da unten und warten. So, mich würde noch interessieren, was in diesen Kisten drin ist. Außer Ratten natürlich und Pilzen. Heieiei. Noch mehr Ratten und noch mehr Pilze. Oh nein, ich werde von Ratten getötet. Gut, aber ist offensichtlich nicht zu unterschätzen. Ach, und Leder ist da drin. Okay, das passt, ja. Leder ist gut, weil das brauche ich eh. So, da glaube ich, ist nur Stein drin, wenn ich mich nicht irre. Aber da hinten wäre noch eine Kiste. Holt die doch bitte noch. Oh. Ja, komm, hier. Ein unterstützendes, da wären ein paar... Ich habe keine Ahnung. Genau, würdet ihr die bitte töten? Oh, die Zwerge sind so schlecht. Boah, ich muss echt gucken, dass ich irgendwie zu Rüstungen komme. Aber ich hätte da... Gut, der hat so einen schlechten, da könnte man eigentlich da... Und Hammer des Bergwächters gebrochen, ist ja eigentlich auch besser. Nehmen wir da rein. Ja, gut. Und ich hab schon noch Rüstungen. Warum nehme ich die nicht? Gut, aber die sind halt alle kaputt. Ich muss die alle irgendwann mal reparieren. So. Gut. Gut ausgerüstet sind die Zwerge jetzt natürlich allesamt nicht, aber naja, was willst du machen? So, aber sie haben zumindest alle irgendein Schwert und so. Okay. Ja gut, der macht mit dem Schwert genau gar keinen Schaden. Naja, schon ein bisschen schon. Naja. Gut. Ja, ich stehe noch vor ein paar Rätsel, stehe ich jetzt noch eben allen voran, wie ich jetzt zu Getreide kommen soll. Aber ich glaube, schon langsam wird's. Wir werden es aber für heute wieder lassen, weil die Stunde ist rum. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ja, es hat mir Spaß gemacht, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so wirkt. Und ja, ich hoffe, wir werden dann nächstes Mal wieder mehr erkunden hier in dieser Welt. Danke fürs Zusehen. Tschüss, Leute.